So, jetzt holen wir uns aber das Legendäre. Aber ich muss erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Weil wenn ich nicht weiß, wie ich da... Dich habe ich noch nicht. Das ist auch eine Motte, ne? Ich habe keine Pokémon mehr! Ist das jetzt dein Ernst? Du bist schneller und nervst mich? Schlägt das Wild mit seinen großen Flügeln, um sein Giftpuder überall zu verstreuen. Ich habe schon wieder vergessen, meine Pokémon zu sortieren langsam. So langsam wird's kritisch. Und ich habe den Part gerade angefangen. Die besitzen doch einen Heilball. Warum heilen die sich denn nicht? Ihr wollt mich doch verarschen. Die sind doch in einem Heilball, oder nicht? Es fällt mir ja gerade erst auf. So, ist die Box jetzt voll? Ja, die ist voll. Oder ist der nicht mehr so? Komm, machen wir die Box auch noch voll. Ah, das tut weh. Ich werde zwar keine Alerts mehr hören, aber... Oh, ich muss auch mal langsam mein Essen mal aufwärmen. So, wie komme ich jetzt da am besten hin? Hier ist eine Zone, die ist gepunktet. Komme ich da hin? Wenn nicht... Oh, ich bin neugierig. Ich will wissen, was da ist. Aber erstmal. Was war? Wo? Oh, Spiel. Mach nicht diesen. Alter, da ist eine Riesenmauer. Aber wie komme ich denn jetzt da hin? Du kleines Fickvieh. Ich würde mal sagen, wir machen einfach den... Ich komme nicht drum rum! Und dieses verfickte... Geh mir aus dem Weg, du Mistvieh! Nein! Egal!
komm weg hier. Ich brauch halt was. Komm da einfach nicht hin. Ist das das hier? Das ist dieser Fleck. Gehe ich erstmal dahin. Ich glaube, ich muss fliegen. Ah, es ärgert mich gerade, dass es an unerreichbaren Orten ist. Wer macht denn sowas? Das ist doch gar nicht. Das ist doch ekelhaft. Nee. Mm-mm. Alter, das ist einfach nur scheiße platziert. Oh, nee, komm, gehen wir. Gehen wir woanders hin. Das machen wir dann mal. Also das Vieh können wir. Ne, wir brauchen das Mist. Warte mal, ist das Feuerding noch da? Ja, ist es. Ich kann nicht zum einen, ich kann nicht zum anderen. Weil das alles so verwinkelt ist und die Karte ist scheiße. Ganz ehrlich, mit der Karte kommt man voll nicht klar. Wie soll man da sehen, wie man wohin kommt? Entwickler, wenn ihr schon Open World macht, macht sie übersichtlich. Dass man genau sieht, wo man lang kann. Nein. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich zu stark dort auftrete. Ich glaube, solche Sorgen wollen wir gar nicht mehr machen. Wie bunt die Bäume doch sind. Ja, komm, leck mich. Weißt du auch, warum diese Bäume so bunt sind? Weil sie bemalt werden von den Affittis. Was haben wir denn jetzt schon wieder angestellt? Wieder Wege finden und so. Jetzt sieht die Welt für mich ganz grau aus. Oh.
Oh, interessant. Den habe ich schon bekämpft. Und wieder nicht erreichbar. Oh nee, warte. Nein, was? Ich vermisse die Zeit, wo Pokémon noch im hohen Gras waren. Aber dann hätte ich, glaube ich, nicht so oft viele gefangen, ne? Also ist das schon ganz cool so. Bist du das Echte? Hast du das Spiel gelöscht? Oder was hast du gelöscht? Hattest du es? Du hast es doch nicht als Download. Also was hast du gelöscht und was musst du wieder runterladen? Na okay. Kann ich nicht mal schwächen, weil es ein Geist ist. Ah, okay. Erst kürzlich wurde es als Pokémon identifiziert. Zuvor hielt man es für ein Gespenst, das sich einen Lumpen übergeworfen hat. Es fehlt noch Klavion. Oh, wie gut. Nein! Was? Ich hasse das! Das ist einfach so ein Riesenberg! Da kommt man doch gar nicht hoch! Oh, ich glaube, es ist wirklich Zeit, dass wir fliegen können. Wenn ich da jetzt nicht hinkomme, dann hole ich mir. Wo
Oder bekommt man sowas wie endlos gleiten? Aber das wäre Schwachsinn. Ja, ich merk schon. Oh, Mann! Ja, anders komme ich hier gerade wirklich nicht weiter. Wir müssen... Hier in dem Gebiet kann ich nämlich gerade gar nichts machen, ohne zu fliegen. So. Und von wo aus soll ich? Soll ich von da aus oder von da aus? Obwohl, nee, ich gehe von hier aus und dann von hier aus irgendwann dann da hoch. So. Na, hier ist auch ein Feuer, von daher passt das schon. Außerdem sind da die zwei, die ich noch. Also. Kann man wenigstens erreichen. Gehe ich erstmal hier hin. Jetzt gehen wir nämlich in ein Gebiet, wo ich gar nicht fliegen brauche. Uns aber erstmal um. Wie sieht denn die Frühlingsuniform aus? Uah. Selbst die Herbst sieht scheiße aus. Ich muss sagen, Sommer und Winter sieht noch am besten aus. Ich merke auch, dass ich wahrscheinlich eher den letzten Dings hätte machen sollen. Okay, da ist ein Evoli. Ja, ich sollte lieber hier einen Marker hinsetzen, wo ich hin muss. Was? Ah, dieser ekelhafte Wurm. Bin mal gespannt, wer mich dann beim Drachending erwartet. Bestimmt de Spino hier. Das wär's. Ah, ich komm da nicht rauf. Natürlich komme ich da wieder nicht rauf. Aber wo ist dann Weg? Da gibt's keinen Weg. Das ist wieder so ein Ding, wo man nur mit Fliegen reinkommt, ne?
Ne, FF14 Hotfix. Den hatte ich wahrscheinlich schon. Hä? Kann ich da nicht drauf? Wollte schon sagen. Nein! Flieg, 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 flieg. Oh Gott. Manchmal muss man tricksen. Das Spiel ist immerhin ein... Oh. Warte mal, das ist orange, ne? Wiederball. Ball. 53 Megabyte. Herbstform, genau. Sein Geruch ändert sich mit der Jahreszeit. Der Duft eines Sesso-Kids in dieser Form ist angenehm süß und verweilt in der Nase. Tropius. Ich vergesse, ich habe doch Tuchschlag. Da es immer nur die gleichen Früchte aß, begannen köstliche Früchte an seinem Hals zu wachsen. Ja, genau! Ja, genau! Das passiert auch! Also, wir essen ständig Äpfel, dann wachsen uns auch Äpfel. Am Kinn. Aber ja, wenn wir genug Fleisch essen, ne, dann wächst uns mehr Fleisch hier. Versteht ihr? Doppelkinn? Oh ja, ich weiß, der war schlecht. Ne? Ah, da hat sie Mauzi im Gras versteckt. Was soll das? Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Komm da doch rüber. Erholung. Hä? Hä? Ist das für ein Krater?
Warte mal, ich will mal bei meinem Tauros was gucken. Aber wie sieht so ein Tauros aus? Ich meine, welche Nummer hat's? Tauros sehen ja leider immer gleich aus. Tauros. Da. Ich habe einen Kampf. Ist immer Kampf, ne? Wie wechselt es dann seine Form? Oh Gott! Irgendwas muss man doch machen, damit man die hat. Jetzt weiß ich zumindest, wie die Feuerform aussieht.
Ich muss einfach Glück haben, dass ich auf eins stoße, aber ich weiß jetzt ungefähr, wie die aussehen. Sieht man das überhaupt von Anfang an, oder? Okay. Oh, Drachenpuls mal wieder. Ich wollte ja noch das Feuerding holen. Dein Feuer, Evoli.
Aber wo kommst du denn her? Natürlich haben die alle was, was gegen Feuer keine Chance hat. Ich glaube, den Premierball nutze ich gerne mal für solche Pokémon. Sonst will ich ja nichts in den Ball rein. So, wir machen jetzt das große Entwickeln. Nanuslime entwickelt sich. Sein Gestank ist unerträglich. Das starke Gift, aus dem sein Körper besteht, macht jeder Pflanze in seinem Weg den Garaus. Jetzt ist die Frage, war das obere ist Feuer, okay, das untere ist Wasser. Nanu, Eoli entwickelt sich. Glückwunsch, dein Evoli hat sich zu einem Flandara entwickelt. Es plustert das Fell um seinen Hals auf, um seine Körpertemperatur zu senken, die bis auf 900 Grad Celsius steigen kann. Ja, genau! Bis auf 900 Grad Celsius! Brennt einfach alles!
Ist klar! Ist klar! Körpertemperatur 900 Grad Celsius! Alter, was ist falsch mit, was ist los mit dem? Hast du eigentlich jetzt gerade vor, Final Fantasy zu spielen? Weil du gesagt hast, Hotfixes. Na nur, Evoli entwickelt sich. Glückwunsch, und Evoli hat sich zu einem Aquana entwickelt. Seine Zellstruktur ist der von Wassermolekülen ähnlich, daher kann es mit Wasser verschmelzen und zu unsichtbar werden. Hast du abgedatet? Aquana versucht Aquaknarre zu erlernen. Soll eine bekannte Attacke durch Aquaknarre ersetzt werden? Ich glaube, an Ziana, Nachtara und Felinara, die fange ich, die müssten doch gleich den Typen haben, ne? Schnitt. Nein. Nanufu Entente entwickelt sich. Das kennen wir ja schon, das ist jetzt nur für den Dex. Also nicht für den Dex, sondern für meinen Living Dex. Oh, der entwickelt sich auch. Nanu Makuhita entwickelt sich. Glückwunsch, dein Makuhita hat sich zu einem Hariyama entwickelt. Er stampft auf den Boden, um Kraft zu sammeln. Mit einem Schlag seiner Handfläche kann es einen 10 Tonnen schweren LKW durch die Luft wirbeln. Was habt ihr mit LKWs? Der Hass ist einfach real, ne? Oh, diese scheiß LKWs, wie ich sie hasse! Komm, wir lassen Pokémon gegen sie kämpfen! Das muss doch entwickelt werden, das ist aber ein bisschen schwerer.
ich denn so einen Scheiß gemacht? Ich komme langsam hoch.